So, hallo Drio, meine werten Borderlands-Fans. Danke. Heute machen wir einiges TK einfach nicht, wenn für man nicht Leib sieht. Und Leben. Ewige Scar in Skekgali und bringt TK Baha seine Prothese zurück. So hat er sein Bein abgebissen. Ich war mal genauso ehrgeizig wie du, bis mir ein Skek namens Scar das Bein abgerissen hat. Ich habe ihm das Auge ausgestochen, konnte ihn jedoch nicht töten. Dr. Zed hat mir eine Prothese verpasst. Ich bin durch die Zeile verrutscht. Und ich habe es nochmal versucht, aber Scar hat sich auch die geschnappt. Hat das Ding einfach sauber abgerissen. Mann, ich konnte mich kaum noch nach Hause schleppen. Ich hoffe, du kannst mir mein Bein wieder beschaffen. Auf dich wartet auch ein ganz besonderes Geschenk. Ja klar, machen wir das. Dann auf wieder in den Skekgali. So, hier wären wir wieder im Skekgali und wir müssen hier hoch. Zum Glück weiß ich schon, wie man da hochkommt. Da ist der Weg zwar noch nicht frei, aber man kann hier außen rumlaufen und sich langsam durch eine Skek-Horde natürlich den Weg freikämpfen. Und da müsste dann der Boss spawnen. Ich weiß nicht, ob man vorher noch ein paar Wellen Skeks erledigen muss. So, stilistisch würde das natürlich passen. Ah nein, ein Spucker-Skek. So deren Projektile haben echtes Tracking. So kommt es mir mal vor. Dass man so zickzack laufen, damit die einen nicht anspucken. Diese Spucker-Skeks. Das ist ein ganz schöner Weg. Da kommt auch noch ein Rackschwarm gleich auf uns zu. Unser erster Rackschwarm, soweit ich weiß. Das sind diese Fledermausflügeligen fliegenden Skeks. Fliegen ist mehr wie Schlangen. Da sind sie. Futter. In dem Teil ist immer war es relativ leicht. Da kann man warten, bis sie auf einen zufliegen, weil sie nicht zickzack fliegen. Genau. Und der eine droppt auch. Guckt euch das an. Aber leider nicht dem Level entsprechend. Nee. Aber eine Feuer. War da eine Feuerschrotflinte dabei? Das ist aber was selten, oder? Yeah. Die ist zwar schwach, aber die hat mal Feuerelement mit eingebaut. Das sieht man selten. Nicht, dass wir drauf setzen würden, weil wir setzen ja auf Projektilschaden, aber es ist trotzdem immer gut, was mit einem Element auch in der Tasche zu haben. Für irgendwelche resistenten Gegner oder so. Da wäre aber wahrscheinlich Schild besser, oder? Was, gegen was war? Neutrale Schüsse waren, glaube ich, gegen Schild am schlechtesten. Oder? Habe ich das jetzt verwechselt? Ah, er ist schon da. Na dann, hier ist das Türmchen, kann ihn ablenken. Meine Steuerung anders wie in Borderlands 1, das verwirrt mich natürlich die ganze Zeit. Bumm. Granaten und Turm haben es geregelt. Oh, wo ist er denn? Die Skeks, oh ja, der Spucker-Skek. Ah ne, mein Turm ist echt wahnsinnig stark inzwischen, das ist schön, das ist schön. TK Bahas Bein. Eine halb angenagte und verdaute Beinprothese. Haben wir für ihn. Eine Granate, die mehr Schaden macht, aber die bounced. Sollen wir die mal ausprobieren, ob die wie in den anderen Teilen auch bei jedem Aufpraller bounced? Wir haben noch eine. Ach, wieder falscher Knopf. Nee, explodiert nicht bei jedem Aufpraller. Dann lohnt sie sich eigentlich nicht wegen den zwei Schaden. Aber was soll's, die Granaten, die sind bisher eh noch nicht besonders gut. Also können wir die jetzt erstmal ausgerüstet lassen. Wieder eine Schrotflinte und wieder Scheiße. Wieder Scheiße. Aber zum Verkaufen trotzdem gut. So, können wir hier irgendwie den Weg frei machen? Oh, jetzt ist er frei. Top. War der vorher auch schon frei? War ich nur zu blind? Egal, auf zu TK. Bring mir sein Bein wieder. Da ist er ja. Nimm dein Bein wieder. Hey, neuer. Dich habe ich gesucht. Mal gucken, ob er es auch optisch tatsächlich wieder rankriegt. Einiges geht einfach nicht, wenn man nicht sieht. Alles klar. Ich stärker. Da, wir haben auch ein Level abgekriegt, cool. Alles klar, da ist ja mein altes Bein. Sieh ein bisschen angekaut aus, aber ich glaube... er hat es tatsächlich wieder, oder? Ich kann es reparieren. Danke, dass du es mir zurückgebracht hast. Da, er hat es tatsächlich an. Erstmal das Wichtigste, den Punkt vergeben. Dann werden unsere Schrottflinten noch besser. Schrotflinten, Shotgun, Schaden und Streuung. Also mehr Schaden, weniger Streuung. Top, immer her damit.
So, und dann, was dann? Die Schrotflinte einmal ausprobieren. Ich glaube, ich kenne sie noch. Das ist die spezielle, ja, TK's Wave. Ich meine, ich zeige sie euch trotzdem. Aber ich weiß schon, weil sie so speziell schießt, ist sie sehr schwer einzusetzen. Ich meine, wir reduzieren die Streuung. Das macht sie schon etwas besser. Aber man kann den... Ne, es ist halt einfach über den Gegner drüber. Ne? Also, das ist lächerlich. So, ich will den Gegner... Es springt nur so ab. Es berührt den Boden und hüpft dann über den Gegner. Ah, das hat getroffen. Okay. Aber man kann es als Spaß mal ein bisschen benutzen. Aber was ist, wenn ich einen Gegner in die Luft treffen will? Ah, da macht es auch so Wellen. Okay. Hm. Nicht, dass es besonders stark wäre. Es lädt relativ schnell nach, so kam es mir jetzt vor. Aber aus Spaß kann man es mal ein bisschen benutzen. Ja, das war die Folge. Ja, es sind sehr kleine Folgen mit den Nebenquests, den geteilten. Aber dafür kann man dann gezielt das angucken, was man will. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht zu abonnieren, zu kommentieren. Tschüssikowski und bye bye.